Yo Leute, was geht? Mein Name ist John Flashplay HD. Neben mir steht der Stormnator. Hallo. Also, wir haben einen neuen Glitch für euch. Also recherchiert. Selber gefunden ist der nicht. Der ist von Fraps HD. Das muss ich ehrlich sagen. Und mit dabei ist auch nicht nur der Stormnator, sondern der Robin is back 1. Ja. So, was ihr für diesen Glitch braucht, oder worum es überhaupt geht. Es geht um drei versteckte Räume unter der Map. Einmal den Verhörraum von der Polizei da, wo man am Anfang diese Charakterauswahl hatte, wo man seinen Charakter übertragen konnte. Da dieser Raum, wo man da mit dieser Tafel in der Hand mit seinem Charakter stand. Einmal diese Garage, wenn man ein Rennen gewonnen hat, dann ist man einmal in dieser Garage mit seinem Auto, der Gewinner, der erste Platz. Einmal die Garage und einmal noch so eine komische Bar. Und was die hier zu suchen hat in GTA, weiß ich nicht. Und was mich noch mehr wundert, ist, warum diese Locations unter der Karte sind. So, kommen wir nun mal zur Rollenverteilung. Robin ist back, der steht hier. Und wird da aufpassen, dass das Auto nicht wegspawnt. Und den Helikopter braucht ihr einfach nur dafür, dass ihr euch immer wieder einen neuen Fallschirm geiern könnt. Weil ihr braucht viele Fallschirme hier bei diesen, ja, bei diesen drei Secret Locations, um genau zu sein, drei, wenn es perfekt klappt. Und wie ihr gesehen habt, ihr könnt einfach über das Auto. Jetzt macht Stormnator auch nochmal. Oh. Ja, warte mal. Du hängst fest, ne? Ja. So. Ja, okay, Stormnator hat sich gerade ein bisschen festgepackt. Es ist halt nicht von Rockstar beabsichtigt, dass man hier hin kann. Ne, muss man verstehen. Auf jeden Fall, die erste Location ist, Stormnator, du weißt genau, wo das ist, ne? Ja. Da unter der Erde, also ich habe jetzt den Waypoint auf der Karte gemacht und da müsst ihr hier runterspringen, am besten den Fallschirm ziehen, das wäre praktisch. Und jetzt gleitet ihr hier zu diesem Punkt mit eurem Fallschirm, der auf der also auf meiner Minimap jetzt markiert ist. Und ich bin da. Ich hoffe, es klappt. Ja. Es sieht gut aus, gut. Ich bin drinne. Ah, du bist einen Millimeter dran vorbei. Und ja, das Ganze seht ihr jetzt, irgendwie denkt ihr jetzt vielleicht, ey, du stehst doch mitten im Nirgendwo, was soll der Scheiß? Und neben dir liegt ein Fallschirm. Nee, das stimmt so nicht ganz. Und zwar, wenn ihr jetzt in die Ego-Perspektive geht, zack, auf einmal seid ihr mitten in einem Gebäude. Das ist recht strange, ja. Und ich frage mich auch, was dieser Raum hier unter der Erde macht und warum man den nicht irgendwie an die Oberfläche baut. Aber, naja, es ist nur mal Rockstar überlassen, wo sie etwas hinpacken. Und hier seht ihr den Charakterauswahlraum, das Telefon blinkt, der Kaffee dampft auch noch. Hier ein Mikrofon. Was ist das denn hier? Oh, ich bin durch den Tisch durchgelaufen. Ihr müsst aufpassen, wo ihr hinlauft, sonst fallt ihr in Löcher rein und fallt runter. Das ist ganz wichtig. Und da ist ein Bild von einem Mann, wie er abgeführt wird, oder? Keine Ahnung. Auf jeden Fall stehen eure beiden Charaktere dann einer hier links, einer da rechts. Und das ist aber noch nicht alles hier drin, sondern hier ist noch so ein merkwürdiger Flur. Den könnt ihr auch noch lang gehen und die Tür ist weggespawnt, warum auch immer. Und dann, ach, jetzt sind wir hier in diesem Verhörraum, wo diese beiden Leute stehen, die verhört werden. Also deine Charaktere. Und da sind so Lichter, eine Kamera. Und jetzt kann man, oh jo, alles klar. Das ist jetzt recht merkwürdig, was hier gerade passiert ist. Was ist passiert? Alles wurde schwarz. Auf jeden Fall, ihr wisst jetzt, wo diese Location ist. Ihr könnt den Rest jetzt selber abchecken, einfach mal. Und ich mache jetzt einen kurzen kleinen Cut und dann zeigen wir euch direkt, wo die nächste Location ist. Die ist an dieser selben Stelle, also ihr müsst nur mit dem Fallschirm nochmal woanders hingleiten. Und dann zeigen wir euch jetzt einfach mal die Renngarage da, wenn ihr ein Rennen gemacht habt. Also bis nach dem Cut in 2 Sekunden. So, um zum versteckten Tiefgaragendeck zu kommen, müsst ihr wieder mal einen neuen Fallschirm holen, wenn ihr den ersten Glitch gemacht habt. Also wenn ihr den ersten Raum besucht habt, gerade eben in eurer Solo-Sitzung oder wo auch immer, dann müsst ihr euch jetzt eben noch einen neuen Fallschirm holen. Dafür ist ja der Helikopter schließlich da, weil es lohnt sich wirklich mehr, diesen Helikopter für $1000 von Meriwether zu kaufen, als immer wieder zum Ammunition zu fahren und sich einen neuen Fallschirm zu kaufen für $500 oder wie teuer der auch ist. Und, okay, da schleicht der Robin rum. Also ihr macht jetzt einfach nur genau das gleiche wie gerade eben auch. Ihr klettert wieder hier rüber und springt auch gleich wieder hier runter. Allerdings erwartet nicht, dass ihr das direkt beim ersten Mal schafft. Es ist wirklich unwahrscheinlich, dass ihr das direkt schafft. Also ich bin wirklich überrascht, dass ich das selber auch so gut hinbekomme. Also gut hinbekommen habe beim ersten Mal. Denn normalerweise ist das nicht normal, dass man das wirklich so gut schafft. Und ich bin drinne. Oder? Bin ich drinne? Ego-Perspektive und 3, 2, 1 und Ego. Wir sind drinne. Perfekt, das ist hier, ihr kennt diese Garage bestimmt. Das ist halt, dann steht man hier mit seinem Auto und im Hintergrund halt diese dunkle Tiefgarage. Das kennt man, also sicherlich, wenn man schon mal ein Rennen gefahren hat, dann kennt man auch diese Garage hier. Es sei denn, man gewinnt nicht, also. Naja,
Auf jeden Fall, ihr, man kennt diese Garage, ihr wisst jetzt, wo die ist. Ihr könnt eure Freunde hier reinbringen und hier vielleicht auch mal ein Crew-Treffen machen, so ein Crew-Hideout. Ist zwar ein bisschen aufwendig, halt für ein Crew-Hideout hier immer wieder hinzufliegen, aber ich denke mal, für eine Besichtigungstour für zwischendurch ist das auf jeden Fall ein recht geiler Ort und wir sehen uns nach dem Cut wieder. Bis gleich. So, Take Nummer 10. Wir haben es jetzt ungefähr ca. 9 oder 10 Mal hintereinander nicht geschafft. Also macht euch wirklich keine Hoffnungen, dass ihr in den letzten Raum einfach mal mit dem ersten Versuch reinkommt. Der ist wirklich krass schwer. Armer Hugo hier links auch am Start. Der kann aber gerade nicht mit uns reden. Und ja, überbrücken wir die Zeit, indem wir Stominator ein bisschen was über seinen Kanal erzählen lassen. Ja, ich mache GTA 5 Videos, nicht nur GTA 5, sondern auch zum Beispiel AW, Call of Duty und generell Glitches von Spielen. Und ich habe ja bald die 100 Abonnenten erreicht und daher werde ich ein 10 € Paysafecard verlosen. Also check mal meinen Kanal aus. Jo, lohnt sich auf jeden Fall und Link ist in der Videobeschreibung. Und ich bin gerade irgendwie ganz komisch die Brücke hochgeklettert, also nach ganz oben auf die Brücke. Das war recht strange. Und wir versuchen es noch einmal. Komm, jetzt machen wir das. Jetzt rocken wir das Ding hier. Falsch schon ein bisschen später gezogen. Und mal Den Fallschirm gucken. vergessen. Mal gucken, was jetzt sich ergibt. Ich mache mir langsam echt keine Hoffnungen. Ich bin drinne. Ne, was? Habt ihr das gesehen? Was? Oh. Was? Was war das denn bitte für ein Bug? What the heck? Guck mal um die Karte, wo ich bin. Ich bin auf einmal in so einem Haus gespawnt. In irgendeinem Haus im Arsch der Welt und dann. Hä? LOL. Neuer Also, Glitch. Leute, ja, ist echt so. In Leute, wenn einem ihr das. Haus. Das war eigentlich nicht der Sinn der Sache, dass wir jetzt hier spawnen. Eigentlich sollten wir in einem. Okay. Vielleicht, ach so, vielleicht bist du ja an der Bar, nur die Bar ist woanders halt auf der Karte. Ja, es kann sein. Auf jeden Fall die kleine Karte. Wir sehen uns gleich wieder, wie ich will auf jeden Fall noch die Bar machen, ne? Also, bis gleich! Oh Gott. Und. Oh. Eigentlich müsste ich jetzt drin sein. Ich krieg den Anfall, ne? Ich schwöre es euch. Mann, alles nur. Ich habe keinen Fall schon mal super. Ich auch nicht. Ja. Toll. An der Mitte Fallschirmheck. Ja. Ey, was redest du da? Ich nix. Danke, lieber Gott. Ich bin drin. Ja. Oh mein Gott. Nach Milliarden von Versuchen. Oh mein Gott. Oh, ich schneide den Originaltonstreifen rein. Allein schon, weil ich mich so freue. Ey, mag dat am. So, auf jeden Fall. Wir sind jetzt hier drinne und ihr könnt jetzt eben auf der Karte gucken, wo ich bin. Ich bin nämlich, um genau zu sein, hier. Und ich schwöre es euch, es hat 20 Minuten gedauert, bestimmt, bis ich hier drinne war. Also macht euch echt keine Hoffnungen, dass ihr hier easy reinkommt. Es ist übel schwer. Könnt ihr Stominator fragen, der kann das mal eben kurz bestätigen. Oh ja. So, auf jeden Fall, das ist die Bar, von der ich gesprochen habe. Und zwar ist hier diese Bar halt selber. Und ihr dürft auf keinen Fall durch die Wände laufen, ne? Sonst seid ihr futsch und die ganze Arbeit war umsonst. Und Stominator dürfte auch gleich hier reinkommen, oder? Wo bist du gerade? Ich Fallschirmspring gerade. Okay, du Fallschirmspringst gerade. Okay, auf jeden Fall. Ja, nein, So. ich bin runtergefallen, aber ist ja egal. Ich war eh durch mit dem Video, ihr habt die Location gesehen. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Du hast das Also, Lernen geworfen. ja, habe ich auch.
Leute, dann würde ich sagen, mit dieser Action hier, haut rein, bis zum nächsten Video, euer Dschungelflash Player HD und Stormnator, dessen Link in der Videobeschreibung ist. Ciao, Stormy, auch noch ein Schlusswort. Ciao. Gut.